Hallo und willkommen zu der Showbox. Es geht weiter mit Roguelords und Kapitel 5. Auf geht's. The farm that Jack had directed us to is teeming with demon hunters. They are emptying drawers, slashing upholstery, and wildly ripping planks from the wooden floor. They too are clearly looking for the Eye of the Wyvern. My disciples kill all the demon hunters, except for their leader. The man reveals to us that Professor Dante, still in pursuit of the gemstone, has gone to the Hanged Man's cave. If Dante is on a promising trail, he may find the Eye of the Wyvern before us. That must not happen. Müssen wir so schnell wie möglich hin. My influence is growing. Verdoppelt die Anzahl der gewonnenen Seelen. Finally. Da gehen wir sowieso hin. Denn wir gehen jetzt geradeaus. Hier ist ein Opferstein. Was wollen wir denn opfern? Sacrifice to dominate. Migräne, Migräne, Migräne. Entfernt eine Schwäche. Auch den Götzen, den Mama weg, den brauche ich jetzt nicht mehr. With that, the humans will finally submit to my yoke. Combo. Fügt einen Schaden zu. Wendet eine. Spendet eine schwere Mut an. Ich habe das mit den Kombos immer noch nicht verstanden. Psychedelischer Nebel. Den haben wir ja schon einmal, ne? Genau. Dann finde ich eher das besser als den Nebel. Obwohl. Lass uns mal das mitnehmen. Und dann geht's gleich zum nächsten Fight. The curse will pay for that. Okay, in der Mitte. Verdoppelt die Kosten für die modischen Essenz. Ja, das ist ganz okay. Eine zufällige negative Eigenschaft. Ich würde sowieso sagen, dass wir hier hingehen, uns rüber teleportieren. Und dann den Sensenmann abholen. Wenn der Sensenmann nicht schon früher kommt. Isolating yourselves far from the cities will only mean that fewer people hear your cries of pain, mortals. Seelische Okkultismus hat sie 10, ne? Herumtreiber. Sie ist am schwächsten mit Okkultismus. Kommt aber Seelenpunkte dadurch. Ich mache mal das. Vor allem, weil sie dann noch eine Attacke dazu bekommt. Ah, das ist das Heiligtum, das sich im Bau befindet. Das können wir ein bisschen manipulieren. Oder zerstören. Korruptieren. Ja, machen wir. 100%.
Lilith die heilige Magie des Heiligtums beschützt, sodass sämtliche vom Licht berührte Seelen verdirbt, die seine Mauern betreten. Die Anhänger von Sanctorum, die hier die Zeremonie teilnehmen, werden langsam vom Bösen kontaminiert werden und sich deinen Reihen anschließen, ohne es überhaupt zu merken. Scream as loud as you can. Ah, es ist schön. Schießt du schon mal vorbei? Ich bin gerade erst warm geworden. Das hätten sogar einer meinen Träter gekonnt. Und ich hatte den speziell deswegen geheiratet, weil er so ein Dummkopf war. Du meinst meine Talente an deinem eigenen Leib erleben. There's nothing like it to rekindle my flame. Okay, vier I'm Lebenspunkte. too old for this nonsense. Max. Oh, das ist nicht gut, entwaffnet. There's nothing like Den it to bekommt es aber rekindle gleich my wieder hier flame. durchgeschickt. Also, alles okay. Alles okay. Hier die Auseinandersetzung zwischen den beiden. Dann haben wir hier noch einen Kampf. Den darf ich nicht vergessen. Schrecken in einer Runde. Oder halt hier die extreme Anzahl an Seelen. Machen wir. Fresh meat. Das nennt sich mal ordentlich. Okay, der greift sie sowieso an. Mach hier mal eine Verbrennung an sie. Alle Feinde einen Schutz in schwerer Mut. Dann machen wir mal das hier mit dir. Setzt deine Maske auf. Oh, verflucht und zugenäht. Das ist weniger, als ich erhofft hatte. Poltergeist. Einfach mal alles gesperrt. Einfach mal alles gesperrt. Verwandelt einen Schutz in Migräne. Das ist echt viel, aber sie hat ja die komische Welle. Das ist okay, dann wieder. Ich will ein bisschen Schaden, deswegen mach mal einfach mal die Fähigkeit mit ihr aufladen. Provokation. So, du heilst mal ein bisschen. Physischer Schaden. Ah, sie hat die Supermacht. Okay. Die versuchen wir auch später zu nutzen. Beziehungsweise die benutzen wir jetzt. Macht sie denn dann zweimal, ne?
Verdoppelt den zugefügten Schaden. Schauen wir mal. Ja, das war definitiv nicht schlecht. Alles gesperrt. So, dann kannst du das hier machen. So, bleibt mal Fähigkeiten auf für die nächste Runde. Und die fliegt ja eh über die Bresche. So, da kommen jetzt nochmal ein Zerlot und ein Aufseher. Und was machst du jetzt? Perfekt. So, wir haben jetzt gleich eine Supermacht. Die müssen wir spielen. So, du hast jetzt Supermacht. Du machst doppelten Schaden. Das Nervige ist jetzt, dass er hier das Schild hat. Das ist richtig nervig. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Let's get down to business. Was ist das? Verringerte SP-Schaden. Okay, machen wir hier rüber. The only limit to my power is my imagination. Das war äußerst effektiv. Und die schauen wir jetzt auch raus. Da mussten wir ein bisschen mit dem Teufel spielen, sonst wäre das hinten nach hinten losgegangen. Das sind sehr, sehr viele Seelen. Ich glaube, wir gehen dieses Kapitel ohne Kampf durch. Wir kommen hier noch Stufe 5, dann ein weiteres Relikt für das Ende. Wir nehmen jetzt ganz easy peasy. Many humans einfach das befehlsmäßige Lager. I quite like this place.
Seelischer Schaden, Verführung. Hat sie 9. Passt also. Choose me. You won't be disappointed. So, deine Eleven wird von den Wehklagen eines Menschen angelockt. Sie finden einen Mann vor, dessen Frau und Tochter der Hexerei beschüchtigt und von Dämonenjägern hingerichtet wurden. Oh mein Gott. Seine Verbitterung ist fast greifbar. Er sollte ein erstklassiger Rekrut für deine Pläne sein. Indem du das Feuer seiner Verzweiflung weiter anfachst, könntest du seine Seele brechen und die Kontrolle über ihn übernehmen. Aber Lilith könnte ihn auch dazu bewegen, Rache an den Dämonenjäger zu nehmen. 90% Aufkommen macht das richtig. Jawohl. Lilith schnürt den Kreuz des Menschen und überzeugt ihn, dass die Dämonenjäger die wahren Monster in dieser neuen Welt sind. Er erfüllt von blindem Hass und schwört er, die Dämonenjäger aufzuspüren und ihre Grausamkeit ein Ende zu bereiten. Okay, hier verdoppeln wir die Anzahl der Seelen und hier bekommen wir eine Eigenschaft. Finally, fresh soul. There's nothing like it to rekindle my flame. Juhu, ein weiteres Relic bekommen wir jetzt. Jedes Mal, wenn du einen Elite-Gegner besiegst, erhalten deine Eleven auf Dauer 4 Schaden, aber du erhältst keine weiteren Relikte beim Besiegen von Elite-Gegnern. Oh, brauchen wir das denn? Brauchen wir weitere Relikte? Wenn der Feind Vorbereitung spielt. 1 plus AP. Ja komm. Die Brosche der Antizipation. Wir teleportieren uns jetzt hier rüber zur Styx-Quelle. So, da ist die Styx-Quelle. Wir bekommen nämlich dann 20 Energie zurück. There's nothing like the vile. Da sind wir jetzt auf 70. Und jetzt können wir entscheiden, da hier auch nochmal ein Sensenmann ist. Würde es mich fast zum Sensenmann treiben. Vor allem, weil wir so viel Geld haben. So viel Seelen. So. Mal schauen, was er hier zur Verfügung hat. Der Conductor of Souls finally deigns to show himself. Don't make him wait. Träger beginnt mit Hast. Lädt die verwendete Fähigkeit automatisch auf. Da kann sie am Anfang richtig abgehen mit ihrem Poltergeist. Transformiert Schwermut. Ich bin fast dazu geneigt, jeder Schwert der Dornen zu kaufen. Dann. Was verbessern wir denn? Das müssen wir jetzt auch noch gleich überlegen. Das holen wir uns auch. Definitiv. Geistesangriff. Kostet 3. Wendet Schwermut an. Verringert kommenden Angriff. Triggert Schwermut auf alle Feinde. Das und das zusammen ist ja übelst brutal. Wenn
falls mindestens ein Schwerepunkt entfernt wurde, werden alle Effekte wiederholt. Dann hätten wir genau noch 20 übrig. Hat er denn so viel Platz, um diese Fähigkeiten da überhaupt alle aufzunehmen? Hat er. So, und was verbessern wir jetzt? Das könnten wir auf 0 bringen. Kommenden Angriff. Das fügt allen Gegner 2x 10 bis 16 Schaden zu. Dann kostet das nur noch 1 AP. Aber wenn wir das sowieso nur noch spielen, dann kann das fast raus. Genau so machen wir das. Jetzt haben wir genau 0 Seelen. Besser konnte es ja fast gar nicht laufen. So, wir gehen ja hier auch wieder zum Sensenmann. So, den ehrwürdigen Baum haben wir hier. Das ist schon das nächste und letzte Kapitel, bevor es dann zum Boss geht. Schauen wir mal, ob wir das auch noch schaffen. In der nächsten Folge nämlich. Hier mache ich einen Cut. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut das nächste Mal wieder ein, dann verpasst ihr das Finale nicht und ob wir den Boss schlagen können. Bis dahin, macht's gut. Ciao und habt eine gute Zeit.